Hallo meine lieben Geoleben, die Pfalzseer. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem Video. Ich freue mich ganz besonders, dich hier zu sehen. Ja, der gute alte Dr. Kling hat seines Zeichens Detox Entgiftungsspezialist, wie die meisten von euch wissen werden, hat mich wieder einmal angestachelt, sage ich jetzt einfach mal, etwas für die Entgiftung zu bringen. Vor allem geht es in diesem Video darum, wie man dieses Wahnsinnsgift Glyphosat, vor dem wir uns ja in keiner Weise mehr so wirklich schützen können, es betrifft ja fast an jeden, außer du bist absoluter Selbstversorger. Ich zeige dir hier auf jeden Fall, wie du Glyphosat aus deinem Organismus rausbringen könntest und was Glyphosat alles so in unserem Körper, in unserem Organismus so anstellt. Das siehst du wie immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben.tv und bewusst gesund bei Geo. Einfach mal zur Erinnerung und für die, die es noch nicht ganz so genau wissen, was Glyphosat im Körper alles so machen kann. Vor allem hat Glyphosat auf der multiplen Ebene ganz krasse gesundheitsschädliche Einflüsse, die wir hier einfach mal besprechen wollen. Ursprünglich hat man ja Glyphosat zum Auflösen von Ablagerungen wie zum Beispiel Calcium und Magnesium in Heißwasserboilern entwickelt und hergenommen. Das Problem war nur die Entsorgung dieses Reinigungsabfalls. Alle Pflanzen, die mit dem Reinigungsabfall quasi in Berührung gekommen sind, die sind dann einfach mal schwuppdiwupp abgestorben. Ja? Daher hat man das Mittel an Monsanto als universelles Pflanzentodesmittel verkauft, die es offensichtlich sehr, sehr gut gebrauchen können und immer noch, wie wir ja alle wissen, nur die genetisch veränderten Roundup Ready, also Monsanto hat dann eben genetisch veränderte Roundup Ready Pflanzen eben entwickelt, diese überleben eben Glyphosat. Ein ganz, ganz schlauer Schachzug. Ich meine, was bedeutet, dass die Landwirte in der Abhängigkeit von Monsanto sind, weil sie ja nun das Roundup Ready anbauen, damit sie mit Roundup spritzen können. Ist ja auf jeden Fall eine unglaublich perfide Sache. Zuerst bringe ich Unglück über die Menschen und dann bringe ich ihnen quasi ein Gegenmittel. Ja, das ist so eine Geschichte, die kenne ich doch von irgendwoher. Ja, das nächste ist, dass Glyphosat als Superchelator jedoch auch die Metalle wie Magnesium und Zink zum Beispiel aus dem Boden herauszieht. Dadurch werden die Pflanzen sehr mineralstoff- und somit natürlich auch die Menschen und die Tiere, die diese mineralstoffarmen Pflanzen ja essen. Ja, im Körper blockiert Glyphosat dann die Entgiftung und den Schwefelstoffwechsel, der unter anderem auch für die Synthese von Insulin und Verdauungsenzymen notwendig ist. Und er verstärkt dann zum Beispiel auch noch die Aluminiumtoxizität. Da ist das Aluminium als Chelator im Körper verteilt und dann zum Beispiel in sauren Bereichen wie bei der Zirbeldrüse auswirft, was dann wiederum natürlich für die Zirbeldrüse sehr schlecht ist. Ja, Glyphosat ist ein hochpotentes Antibiotikum im negativen Sinne natürlich, welches alle guten Bakterien im Darm drastisch reduziert und die bösen fördert. Auch das Spiel kenne ich doch auch von irgendwo. Also daher sterben auch Kühe breitflächig an Botulismus und die Kuhbesitzer an Bulbera amitropha lateral sclerose, ist auch bekannt als ALS, also ALS. Ja, das Roundup, dieses wunderbare Herbizid, auch Krebs auslösen kann, Nieren- und Leberleiden verursacht und wohl noch einiges mehr. Das muss ich jetzt nicht ausbreiten, wobei ich das nur ein bisschen ausbreiten werde. Hier auf jeden Fall mal ein kurzer Ausschnitt von der Webseite utopia.de. Ist Glyphosat krebserregend? Fragezeichen. Das Unkrautvernichtungsmittel steht im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinflussen und so möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Glyphosat bzw. glyphosathaltige Pestizide ungeborene Kinder schädigen und zu Missbildungen führen können. Glyphosat steht darüber hinaus seit Jahren unter dem Verdacht, Krebs auslösen zu können. In Laborversuchen wirkte der Stoff genotoxisch, das heißt, er hemmt Funktionen der Zellen und begünstigt Mutationen. Im
Gegenden mit hohem Glyphosateinsatz wurden zudem besonders hohe Krebsraten beobachtet. Auch in Tierversuchen mit Mäusen und Ratten zeigte sich ein großer Anstieg an bösartigen Tumoren nach dem Kontakt mit dem Wirkstoff. Die WHO bewertet seit 2015 Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend und der Bund für Risikobewertung in Deutschland als nicht krebserregend. Na, spannend! Nichtsdestotrotz wird Deutschland ab 2024 auf Glyphosat verzichten. Na schau, schauen wir uns das einmal an. Ja, und es muss auch klar sein, viele Allergien haben in erster Linie etwas mit Glyphosat zu tun. Glyphosat nistet sich in die Proteine der jeweiligen Pflanzen ein. Die kann man nicht einfach, oder das Glyphosat kann man dann einfach nicht so abwaschen. Ja, das ist einfach dann drinnen. Ja, an die 90% der konventionell angebauten Pflanzen sind circa mit Glyphosat kontaminiert. Ja, Glyphosat im Wasser, im Wein, im Tabak, im Regenwasser noch zusätzlich. Ja, Glyphosat wird teilweise sogar noch nach der Ernte eingesetzt, damit zum Beispiel Früchte schneller trocknen und so haltbarer gemacht werden. Ja, und was auch nicht unerheblich ist, dass Glyphosat die Wirkung von anderen Pestiziden potenziert, wie zum Beispiel Neonicotinoiden, die viel giftiger gemacht werden und die eben auch für das Bienensterben verantwortlich sind, meine Lieben. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass hier unsere obersten Herren die Gesundheit dieser Gesellschaft ganz, ganz groß in ihr Herz geschlossen haben. Ja, und noch nicht genug. Herbizide haben großen Einfluss auf unser Hormonsystem. Sie können Hormone imitieren oder Hormonrezeptoren in Zellen blockieren und bringen so das Hormonsystem aus der Balance. Ja? Hormonell bedingte Krebsarten sind die Folge: Übergewicht, Diabetes, Intelligenzverlust, ja? Motorische Einschränkungen, Lernschwächen und Unfruchtbarkeit sind dann die unerfreulichen Nebenwirkungen. Sie wachen eines Tages mit etwas wie Morbus Crohn, Alzheimer, Parkinson oder Rheumatoide Arthritis auf. All diese Dinge, die Sie nicht wollen, werden Sie bekommen, wenn Sie sich weiterhin chronisch Glyphosat aussetzen. Sie werden das eine oder andere davon bekommen. Abhängig von Ihrer Biologie, abhängig davon, was sonst noch in Ihrem Körper vor sich geht und von verschiedenen Dingen, aber niemand entkommt der Krankheit, wenn er chronisch Glyphosat ausgesetzt ist. So können Sie sich und Ihre Familie einen großen Gefallen tun, indem Sie alles Bio essen. Ich glaube, das ist ein großer erster Schritt und es ist nicht genug, wenn sich herausstellt, denn es gibt andere Möglichkeiten, wie Sie sich besser schützen und entgiften können. Ja, um zu wissen, was wir nun gegen Glyphosat tun können, schauen wir uns jetzt nochmal an, wo es quasi anfängt, und zwar im Darm. Glyphosat sorgt dafür, dass eben das Gleichgewicht, wie wir schon gehört haben, an guten und schlechten Bakterien ziemlich gestört wird. Gute Wumps, schlechte Joho. Genau. Aber wenn sich durch das Glyphosat eben, wenn diese guten geschwächt werden können, die Krankheitserreger eben dann überwachsen und man bekommt dann diesen entzündlichen Darm, weil eben die Immunzellen hereinkommen und anfangen, diese Krankheitserreger dauerhaft eben anzugreifen. Dann bekommt man einen undichten Darm, das sogenannte Leaky Gut Syndrom, der eben dann dafür sorgt, dass die verschiedensten Proteine aus dem Darm ins Blut entweichen und dafür sorgt, dass alle möglichen Arten von Autoimmunkrankheiten entstehen können. Das nächste ist, dass Glyphosat eine Menge an Leberenzymen stört, sodass die Leber Probleme mit dem Entgiften bekommt. Auch Vitamin D ist ja von den Leberenzymen abhängig, weil sie eben Vitamin D aktivieren. Ja, und wird Vitamin D eben nicht aktiviert, bleibt eben der Vitamin D-Spiegel, der bleibt dann eben auch niedrig, da kann ich hochdosieren, was ich offensichtlich möchte. Ja, die sogenannten Leberenzyme bringen normalerweise die Gallensäure auch zum Fließen. Diese wird auch für die Mineralisierung des Körpers benötigt. Durch Glyphosat arbeiten die Enzyme nicht anständig, dann gibt es zu wenig Gallensäure und die Mineralien kommen komplett durcheinander. Und dazu gehören eben auch Eisen, Kobalt, Zink, Molybden, Kupfer,
und so weiter und so fort. Und all diese Mineralstoffe sind wirklich wichtige Mineralien, die wir zwar nur in sehr geringen Mengen haben, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Ja, und das nächste, was passiert, ist eben, dass Glyphosat anstelle der Aminosäure Glycin in die Zelle gelangt. Ja, es ist sehr perfide eben auch. Und wir haben, hier haben wir nun das erste wirkungsvolle Mittel, das uns helfen kann, Glyphosat eben rauszubekommen, nämlich eben die Aminosäure Glycin, dass sich eben Glyphosat an die Aminosäure anhängt, anbindet, kann eben Glyphosat mit dem Glycin dann wieder aus dem Körper ausgeschieden werden. Ja, wie würde eine Dosierung ausschauen? Also ich nehme zweimal am Tag zurzeit jeweils 5 Gramm Glycin zu mir. Das ist ein gut gehäufter Kaffeelöffel, zweimal. Das nehme ich zu mir, und der liebe Dr. Klinghardt hat eben auch berichtet, dass er Glycin als Kind sehr, sehr oft sehr viel gegessen hat, weil das ja quasi auch ein als Zuckerersatz, weil Zucker hat es nicht gegeben, und Glycin ist eben süß, meine Lieben. Ja, dann gibt es auch noch ein weiteres schönes Beispiel, in dem man eben mit kranken Kühen experimentiert hat, wobei da gezeigt wurde, dass eben die Kühe einen sehr, sehr hohen Glyphosatspiegel im Urin haben oder hatten eben. Und deshalb wurden die Kühe quasi rein biologisch gefüttert. Ja. Zusätzlich gab es dann Bentonitton, es gab Sauerkrautsaft, es gab die Volvinsäure und die Huminsäure. Diese beiden Säuren, welche aus dem Moorboden in so Moorgetränken einfach dann verabreicht werden können. Ja. Der Glyphosatspiegel der Kühe hat sich dann nach dieser Kur quasi signifikant nach unten verändert. Ja. Und wenn es bei den Kühen wirkt, warum nicht auch bei den Menschen eben zusätzlich noch mit Glycingaben. Also noch einmal zur Wiederholung, was ich mache, um Glyphosat aus meinem Organismus weitestgehend zu verbannen. Natürlich werde ich schauen, dass ich so gut wie möglich Bio zu mir nehme, weil es natürlich das Wichtigste ist, so weit wie möglich zu schauen, eben Glyphosat in den Körper nicht hineinzubekommen. Also da muss man auf die Nahrung schauen. Auch das Wasser wäre da ganz, ganz wichtig. Eine Umkehrosmoseanlage ist da sicher auch kein Fehler. Ja, und das nächste wäre dann natürlich zuerst die Aminosäure Glycin zweimal, so circa 5 Gramm am Tag nehmen. Also ich mache so. Und damit das Ganze dann aus dem Darm richtig gut rausgeht und sich dieser wieder erholen kann, Volvin- und Huminsäure aus dem Moorgetränk sowie Sauerkrautsaft für das Mikrobiom. Und da würde ich effektive Mikroorganismen eben vorziehen oder zusätzlich auf jeden Fall noch nehmen. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, Bio, Bio und nochmals Bio. In dem Sinne, meine Lieben, ein sehr, sehr wichtiges Thema, Glyphosat is around the world and everywhere drinnen, ja, wenn es eben nicht bio ist. Und das mit Glyphosat scheint noch viel dramatischer zu sein, als ich es hier schon beschrieben habe. Auch Autismus, der sich ja immer mehr ausbreitet, scheint damit zu tun zu haben. Alzheimer, Demenz, all diese Nerven- und Gehirnkrankheiten, weil sich eben Glyphosat auch im Gehirn ausbreitet und zum Beispiel mit Calcium eine kristalline Verbindung eingeht und. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, lasst mir einen oder zwei oder viele Daumen hoch da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Schaut auch auf meine Homepage bewusstgesund-geosix-lebensmut.at. Einige Empfehlungen könnt ihr euch da reinziehen. In dem Sinne, bleibt mir gesund, wenn sich noch nichts heißt, dann werdet es auf jeden Fall, weil Krankheit gehört eben auch zum Leben. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.